Auch bei der zweiten Auflage des P3DV Vierstädte Crosscups in Krems waren die Bedingungen winterlich. Die Laufstrecke mit Schnee überzogen, jedoch etwas wärmer als in der Vorwoche in Amstetten. Die Idee zu dieser Laufserie stammt aus dem Jahre 1999 von Kurt Buder, Harald Kaiser und Erwin Klamm. Ja, es macht mir immer noch Spaß natürlich, ja. Sonst würde ich es nicht machen. Selbst natürlich, oder leider kann ich selbst nicht mehr so viel laufen oder vor allem keine Wettkämpfe mehr, das geht nicht mehr. Aber so bleibe ich halt doch immer wieder in der Laufszene und triff immer wieder alte Bekannte und das ist auch schön, ja. Beim Schülerlauf sind 33 Burschen und Mädchen am Start. Sie haben in Krems 2000 Meter zurückzulegen. Und von Beginn an setzt sich Stefan Scheiflinger von Uskomelk, gefolgt von U16-Läuferin Caroline Sobotka, an die Spitze. Die beiden geben ein rasantes Tempo vor, wobei sich so mancher den Kopf darüber zerbricht, ob sie da mithalten könnten. Die Strecke ist in gutem Zustand und verspricht tolle Zeiten. An sich ist sie gut zu laufen vom Schnee her, aber es an manchen Stellen, gerade bei BMX-Bahn und so, könnte das rutschig werden. Aber mit der richtigen Ausrüstung soll es kein Problem sein. Mit 139 Teilnehmern geht der Hauptlauf über eine Distanz von 6 Kilometern. Drei Runden gilt es dabei zu absolvieren. Das stark besetzte Teilnehmerfeld wird von Christian Steinhammer angeführt, der von Beginn an klar macht, dass er heute keinen Konkurrenten hat. Er geht sein schnelles Tempo im Alleingang und lässt das Feld hinter sich. Bei den Damen ist es mit Startnummer 6 Franziska Füsselberger vom SKG Welser Profile, die sich an die Spitze setzt. Dem Großteil der Läufer geht es aber nicht um Topzeiten, sondern um Laufen in der Natur und um sich für die kommende Laufsaison vorzubereiten. Steinhammer läuft wie von einem anderen Stern und beginnt bereits in der zweiten Runde mit den Überrundungen. Die beliebte Laufcup-Serie, die heuer in das 18. Jahr geht, hat mittlerweile auch jene Läuferinnen und Läufer als Teilnehmer, die 1999 zu Beginn dieser Serie in den Schülerläufen mit dabei waren. Steinhammer gewinnt in 18,50,9 und ist dabei um 40 Sekunden schneller als bei seinem Lauf im Vorjahr. Ich wollte einfach ein intensives Training machen, bin einmal relativ gemütlich losgelaufen, habe mir dann locker gefühlt, habe dann durchgezogen, Strecken macht Spaß zum Angreifen, da kann man sich selber ein bisschen reinhängen zum Spülen. Die letzte Runde war ein bisschen mühsam, sage ich, weil mit vielen Überrundungen, weil es doch sehr eng ist. Was natürlich auch einige Sekunden an Zeit gekostet hat. Bei den Damen gibt es ebenfalls einen Startzielsieg durch Franziska Füsselberger. Ja, ich habe vor, dass ich Möck und St. Gürtner nachrenne, also den Cup, die 3-3 halt nur, weil in Amstetten habe ich leider nicht rennen können. Ja. Ist der Cup-Sieg das Ziel? Ja, auf jeden Fall. Zwei Lauftermine gibt es noch. Am 14. Februar geht der dritte Lauf in St. Pölten über die Bühne und am 21. Februar das Finale in Melk, wo die Cup-Siege ermittelt werden.